Das Manneken Pis in Brüssel zählt zu den berühmtesten Statuen der Welt. Unzählige Touristen bestaunen jährlich den, nun ja, pinkelnden Knaben. Erst kürzlich fand ein städtischer Ingenieur heraus, dass das Manneken dabei unzählige Liter Frischwasser verschwendet, die ungenutzt versickern. Wir haben einfach einen Rinnstein installiert, der das Wasser auffängt. Eine Pumpe führt es dann wieder zum Manneken Piss. Der Kreislauf ist geschlossen. Wir sparen so 1500 Liter Wasser am Tag. Trotz seiner kleinen Statur fließt pro Minute 1 Liter Wasser aus dem Manneken. Auf den Tag gerechnet der Verbrauch mehrerer Haushalte. Nachdem die Verschwendung aufgedeckt und behoben ist, sieht Brüssel den kleinen Kerl nunmehr als Vorbild für alle Bürger. Wir sagen den Brüsselern, Belgiern und allen Europäern, wenn das Manneken Pisswasser sparen kann, könnt ihr es auch. So leicht ist es, jahrhundertelange Gewohnheiten zu ändern, was der Stadt Brüssel auch noch 2000 Euro im Jahr spart.